Das sind Menschen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Viele fragen mich immer, Philipp, wie lerne ich denn richtig? Und ja, das zeige ich dir heute. Wenn du in deine App reingehst, dann solltest du den Lernweg durchgehen. Da sind alle Fragen, die es gibt, die dir in der Prüfung gestellt werden können, die solltest du auf jeden Fall einmal gesehen, gehört und beantwortet haben, bevor du danach in die Prüfungssimulation reingehst. Und welche Fragen in der Prüfung drankommen, siehst du in dieser Videoserie. Ich werde sie unter dem Video noch einmal verlinken, dann kannst du dir die ganze Playlist anschauen. So, wir fangen an mit den Fragen. Wir sind hier schon im dritten Schritt, glaube ich, drinnen. Das heißt, die Fragen werden jetzt zunehmend immer schwerer. Ich werde mal die erste hier vorlesen lassen. Sie nähern sich auf dem linken von zwei Fahrstreifen einem Fahrzeug, das gerade zum Überholen ausschert. Wie verhalten Sie sich? Dichter auffahren, hupen und blinken. Zum Vorausfahrenden ausreichenden Abstand einhalten. Den Vorausfahrenden überholen lassen. Ja, ich glaube, das müssen wir uns mal etwas verbildlichen, was damit überhaupt gemeint ist. Wir haben hier anscheinend mehrere Fahrstreifen. Also das hier ist die Fahrbahn und die Fahrbahn hat in dem Fall zwei Fahrstreifen. So, jetzt fahren auf dem rechten Fahrstreifen hier anscheinend mindestens zwei Fahrzeuge. Wir kommen hier auf dem linken, wollen überholen und der hintere schert hier gerade zum Überholen aus. Okay, der möchte hier auch überholen. Wir kommen mit 130 an und er fährt halt nur 110 und deswegen sind wir etwas schneller als er. Das ist damit gemeint. So, wie verhalten wir uns jetzt? Dicht auffahren, hupen, blinken, irgendwie wild gestikulieren. Ja, ja, was gibt es hier noch? Zum Vorausfahrenden ausreichend Abstand einhalten. Also wenn wir 130 fahren, dann dementsprechend 75 Meter zum Vordermann wäre dann der Mindestabstand. Den Vorausfahrenden überholen lassen. Ja, natürlich lassen wir den überholen. Das ist ja gar keine Frage. Oh, ein Video. 5 Fehlerpunkte. Der linke Fahrstreifen endet gleich. Dann sollten wir jetzt schon leicht versetzt zu dem Transporter fahren. Also einfach ein bisschen Gas wegnehmen, dass der Transporter vor uns in dieser Lücke fahren kann. Ja, nimm doch das Gas weg. Eieiei, das wird kritisch. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? Also entweder ich verzögere, also ich bremse, ich beschleunige oder ich fahre gleichmäßig weiter, habe ich ja schon gesagt, verzögern. Also verzögern heißt immer bremsen, es gibt mehrere Möglichkeiten zu verzögern. Hier hätte es halt ausgereicht, wenn du einfach das Gas für 1-2 Sekunden weggenommen hättest und dann wieder drauf und das wäre es dann schon gewesen. Ja, 5 Fehlerpunkte. 5 junge Freunde fahren im Auto zu einer Freizeitveranstaltung. Die Stimmung ist ausgelassen. Welche Gefahren können dadurch entstehen? Der Fahrer wird vom Verkehrsgeschehen abgelenkt. Der Fahrer wird zu riskantem Fahren verleitet. Der Fahrer wird zu langsamerem Fahren verleitet. Ja, also ich weiß nicht, wie das bei mit euren Freunden abläuft, aber also bei mir war das ja, eher seltenst der Fall. Aber wir gehen hier natürlich immer vom Schlimmsten aus. Wir nehmen hier die 1 und die 2. Ja, gut, da fallen mir gerade ein paar Sachen ein, die doch passiert sind, die nicht... Naja, die habe ich ja bestimmt schon mal in einem einen oder anderen Stream erzählt. Welche besondere Eigenschaft von Scheibenbremsen müssen Sie bei nasser Fahrbahn berücksichtigen? Die Wirkung von Scheibenbremsen setzt in der Regel früher ein als auf trockener Fahrbahn. Die Wirkung von Scheibenbremsen setzt in der Regel später ein als auf trockener Fahrbahn. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Also grundsätzlich sind eigentlich alle Autos mit Scheibenbremsen ausgestattet. Das liegt daran, dass einfach die Bremskraft besser ist, dass mehr Temperatur abgeführt werden kann. Und ja, aber wenn es halt regnet, dann liegen diese Scheibenbremsen offen und sind natürlich auch durch den Regen und durch Witterungseinflüsse und sowas beeinflusst und dementsprechend kann es beim Regen zu einer etwas längeren,
zu einem etwas längeren Bremsweg kommen. Aber grundsätzlich sind Scheibenbremsen halt schon meist besser. Kommt natürlich immer auf die Situation drauf an, aber grundsätzlich. So, die Wirkung von Scheibenbremsen setzt in der Regel früher ein, nein, also später als auf trockener Fahrbahn. Wenn die Fahrbahn nass ist, wenn die Scheibe nass ist, dann längerer Bremsweg. Im Rückspiegel sehen Sie auf dem Dach eines unmittelbar hinter Ihnen fahrenden Streifenwagens in roter Leuchtschrift Stopp Polizei. Für wen gilt dies? Ja, wenn du das siehst und die hinter dir fahren, dann gilt es natürlich nur für dich. Da habe ich ja auch vor kurzem die lustige Story erzählt, wie sie mich als das zum ersten Mal, wie ich zum ersten Mal von der Polizei aufgehalten worden bin im Auto. Das war nämlich genau ja, so eine Situation. Da sind die hinter mir gefahren mit Stopp Polizei. Und die Geschichte danach war halt auch ganz witzig, ne? Aber ich erzähle jemand anders mal. Könnt ihr mal einen Daumen oben dafür da lassen. Erste Polizeikontrolle, du, da geht dir schon die Pumpe, ne? Vor allem, wenn du weißt, dass du einen Kumpel dabei hast, einen Kumpel, der mit der Polizei nicht so ganz im Reinen ist, ne? Naja, ist schon ein paar Jahre her. Was müssen Sie beim Verlassen Ihres Pkw tun? Vor dem Öffnen der Tür den nachfolgenden Verkehr beachten. Genau, und wie machst du das? Natürlich mit den Spiegeln, Innenspiegel und Außenspiegel, aber du machst die Tür auch mit der rechten Hand auf als Fahrer. Das heißt, der Körper dreht sich schon leicht nach links zur Tür, dann kannst du die Tür einen Spalt aufmachen und schaust nochmal aus dem Türspalt raus, ob da kein Radfahrer im toten Winkel ist. Ganz wichtig, das solltest du dir direkt angewöhnen. Auch als Beifahrer machst du die Tür mit der linken Hand auf. Ja, ich mache das immer so, linke Hand und Ellenbogen und dann halt so rausgucken, bevor du die Tür aufreißt. So, also das sollten wir auf jeden Fall tun. Das Fahrzeug gegen unbefugte Benutzung sichern. Das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern. Du musst dein Fahrzeug gegen Wegrollen sichern. Das machst du mit der Feststellbremse, entweder die zum Anratschen oder diese Taste. Und du legst den ersten oder den Rückwärtsgang ein. Ganz, ganz wichtig. Das Fahrzeug muss immer doppelt gegen Wegrollen gesichert sein. Und das machst du, indem du einen Gang einlegst, erster oder rückwärts. Nicht den zweiten, nicht den dritten, nicht den sechsten. Alles, was höher ist als 1, da kannst du das Auto schon wegschieben. Also 1 oder rückwärts. Und bei Automatikgetrieben auf P verparken. So, aber du musst auch dein Fahrzeug gegen unbefugten Zugriff bestmöglichst sichern. Das heißt, du musst dein Fahrzeug laut Gesetz tatsächlich absperren. Bei Cabrios reicht es aus, wenn die Fenster oben sind und das Fahrzeug abgesperrt. Da darf das Verdeck tatsächlich offen sein. Aber grundsätzlich muss dein Fahrzeug immer bestmöglichst gegen Diebstahl gesichert verschlossen sein. Sie fahren nachts auf unbeleuchteter Straße. Ein Fahrzeug fährt in geringem Abstand voraus. Welches Licht müssen Sie dabei eingeschaltet haben? Grundsätzlich fährst du bei schlechten Sichtverhältnissen immer mit Abblendlicht. Abblendlicht ist das Licht, bei dem die Strahlen nach vorne, nach unten abblenden, so dass der Gegenverkehr oder wenn einer, in dem Fall fährt ja einer voraus, so, damit der Vorausfahrende nicht geblendet wird. Würdest du mit Fernlicht fahren, Fernlicht ist ja immer blau, auch auf dem Armaturenbrett immer eine blaue Kontrollleuchte und da ist es egal, was für ein Auto du fährst oder was für ein Fahrzeug, selbst beim Motorrad ist das Fernlicht immer blau. Blaue Kontrollleuchte kommt auch in ein paar Prüfungsfragen dran und das kann dich auch der Prüfer vor der praktischen Prüfung fragen. So, und da gehen die Strahlen, ich male jetzt einfach mal drüber, da gehen die Strahlen gerade raus. Also das ist alles andere als abblendend, das ist sehr, sehr stark blendend, denn diese Strahlen treffen in die Spiegel und damit wird dann der Fahrer geblendet. Und wenn ein Fahrzeug entgegenkommt, dann blendest du ihn natürlich auch volle Kanne ins Gesicht.
Deswegen grundsätzlich mit Abblendlicht, wenn die Straße frei ist nachts, dann kannst du natürlich auch mit Fernlicht fahren. Ja, Fernlicht, wie gesagt, da siehst du viel, 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 viel weiter. Es ist viel heller. Aber sobald Verkehr da ist, musst du wieder abblenden. Das bedeutet das. Einfach nur das Fernlicht ausschalten, mit Abblendlicht weiterfahren. So, was haben wir denn? Ein Video. 70 sind erlaubt, wir fahren 70. Der linke Fahrstreifen endet wieder. Diesmal sind wir auf dem linken. Okay, das sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt auf den rechten rüberwechseln. Blink, ja, schön. Also, das ist jetzt ein bisschen früh, aber er hat es schön eingeleitet. Ja? Wir sind in einer guten Lücke drinnen. Wir sehen den Transporter komplett im Innenspiegel, das heißt, wir haben genügend Abstand zum Transporter, wir haben genügend Abstand zum Blauen, wir haben noch 100 Meter, bis der linke Fahrstreifen endet, also genügend Zeit. Und wir sollten uns auch die Zeit und den Platz nehmen, um erst am Ende auf den rechten Fahrstreifen rüber zu wechseln. Weshalb müssen Sie jetzt auf den rechten Fahrstreifen wechseln? Wegen des blauen PKWs. Wegen des gelben Traktors. Wegen des roten PKWs. Gar nicht gesehen. Gar nicht gesehen. Da kommt uns ja einer entgegen. Hier vorne ganz, ganz klein. Also da kommt einer entgegen. Wir müssen jetzt sofort auf den rechten Fahrstreifen rüber. Wegen des roten PKWs. Ja. Gut. Gar nicht gesehen. Was sollten Sie tun, um die Umwelt zu schonen? Mach keinen Führerschein. Nein, Quatsch. Also du kannst mit dem Führerschein natürlich auch sehr gute Sachen machen. Zum Beispiel alleine eine Fahrgemeinschaft bilden, damit morgens deine drei Freunde nicht einzeln mit dem Auto in die Arbeit fahren müssen, sondern dann fahrt ihr halt gemeinsam mit einem Auto und das wechselt sich dann jede Woche ab, zum Beispiel. Ich sollte auf unnützes Hin- und Herfahren verzichten. Klar. Ich sollte bei längerem Warten den Motor abstellen. Also jede Sekunde, in der der Motor läuft, verbraucht er natürlich Kraftstoff. Dementsprechend, wenn du ihn nicht brauchst, dann mach ihn aus. Ich sollte bei übermäßiger Rauchentwicklung aus der Auspuffanlage das Kraftfahrzeug überprüfen lassen. Ja, würde ich doch fast sagen. Also Rauch sollte aus dem Auspuff eigentlich, da sollte eigentlich nichts zu sehen sein. Bei modernen Fahrzeugen. Sollte eigentlich nichts zu sehen sein. Es gibt drei Arten von Rauch aus dem Auspuff, die aus dem Auspuff kommen können. Dunkler Rauch, weißer Rauch und blauer. Dunkel ist Kraftstoff, weiß ist Wasser und blau ist Öl. Ihr Fahrzeug ist eingeschneit. Was müssen Sie tun, bevor Sie losfahren? Ich muss den Motor warm laufen lassen. Ja, also viel Spaß damit. Der Motor wird nicht warm, wenn du ihn da einfach, wenn du zu deinem Auto gehst im Winter, den Motor anmachst und dann, keine Ahnung, setzt du dich mit deinem Liegestuhl und deinem Heizpilz davor und wartest 10 Minuten, bis der Motor warm wird, der wird nicht warm. Du hast einfach nur einen unglaublich hohen Verschleiß im Motor, du hast einen hohen Kraftstoffverbrauch, du belastest die Umwelt, du belastest dich selber. Das ist eine der dümmsten Sachen, die man tun kann und tatsächlich sieht man es ab und zu, dass manche Leute im Winter rausgehen ans Auto, erstmal das Auto starten und dann die Tür wieder zumachen und das Auto dann von Schnee befreien. Also ganz, ganz schlecht, auch für den Motor an sich. Ich muss Eis und Schnee von den Beleuchtungseinrichtungen auch tagsüber entfernen. Das auf jeden Fall. Das Auto soll komplett frei von Eis und Schnee sein. Ich muss Eis und Schnee von den Scheiben und Spiegeln entfernen. Bei den Spiegeln ein bisschen vorsichtig sein. Die Spiegel sind ja meistens elektronisch verstellbar. Wenn du da irgendwo drauf drückst stark, dann kannst du da was kaputt machen. Spiegel haben normalerweise heutzutage eine Spiegelheizung. Die machst du innen an. Wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, dann schreib es in die Kommentare. Dann erkläre ich das nochmal in einem kurzen Video vielleicht. Und dann werden die Spiegel tatsächlich innerhalb von Sekunden oder sagen wir mal innerhalb von einer Minute sind die dann so abgetaut, dass du dann auch durch die Spiegel wieder was sehen kannst. Gut. Sie fahren mit Ihrem PKW und Anhänger auf einer Straße mit Gegenverkehr und wollen nach links abbiegen. Was ist beim Wiederanfahren besonders wichtig?
an die eigene Zuglänge denken, den Gegenverkehr mit der Lichthupe warnen, das geringere Beschleunigungsvermögen berücksichtigen. Also wir wollen links abbiegen, als Linksabbieger sind wir ja wartepflichtig, wir müssen alle anderen, die geradeaus durchfahren, müssen wir Vorrang gewähren. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Vorfahrt und Vorrang. Und wenn du abbiegen möchtest, dann musst du Vorrang gewähren. Das heißt, wir sind jetzt hier an einer Kreuzung. Wir wollen links in diese Straße einbiegen. Wir haben allerdings hinten noch einen Anhänger dran. So, und der Anhänger ist natürlich groß und schwer und die wollen halt darauf hinaus, dass das Abbiegen etwas länger dauert. So, wir wollen links abbiegen. Das heißt, derjenige, der hier geradeaus weiterfährt, oder der Fußgänger, der hier über die Straße geht, oder der Radfahrer, der hier auf dem Radweg fährt, die haben alle Vorrang. Deswegen müssen wir hier in die Mitte der Kreuzung reinfahren und so lange warten, bis hier keiner mehr kommt. Dann dürfen wir erst losfahren und wie gesagt, dann die Länge des Anhängers berücksichtigen, dass da noch genügend Platz ist. Also, wir denken an die Zuglänge. Wir warnen hier nicht mit Lichthupe, nein. Aber das geringere Beschleunigungsvermögen berücksichtigen, weil wir ja hinten noch eine Tonne Gewicht dran haben. Was ist beim Ein- oder Aussteigen von Kindern richtig? Kinder möglichst auf der Gehwegseite ein- oder aussteigen lassen. Ja, nicht auf der Fahrbahnseite, weil da ist es natürlich am gefährlichsten. Gerade wenn du mit deinem Kind oder mit einem Kind, muss ja nicht mal dein sein, kann ja auch das vom Nachbarn sein oder gut. Bleibst stehen auf dem Parkplatz und auf einmal reißt ein Kind hinten schon die Tür auf, am besten zur Straßenmitte, da kriegst du natürlich erstmal einen halben Herzinfarkt. Also da am besten die Kindersicherung aktivieren, dass man die Türen von innen nicht mehr aufmachen kann. Und wenn du nur ein Kind dabei hast, dann am besten immer auf der Gehwegseite ein- und aussteigen lassen. Kinder dürfen auf öffentlichen Straßen nicht ein- oder aussteigen. Quatsch, natürlich dürfen sie. Das sind Menschen. Also wo waren wir? Das sind Menschen, die haben auch Rechte. Kinder dürfen natürlich auf der Straße ein- und aussteigen, Blödsinn. Kinder auf der Fahrbahnseite nur unter Beaufsichtigung ein- oder aussteigen lassen. Genau, also erstmal eine erwachsene Person auf die Straße stellen, die da ein bisschen Abstand zum Kind einrichten kann. Okay, wir werden überholt. Da kommt Gegenverkehr, der ist noch weit, weit weg. Wenn der Rote jetzt mal kräftig aufs Gas treten würde, ja gut, wir sind ja natürlich auch auf der Landstraße, also wir dürfen auch nicht schneller als 100 fahren. Er fährt ja wahrscheinlich 100, wenn wir mit 95 unterwegs sind. Also eine brenzliche Situation, beziehungsweise es wird gleich zu einer brenzlichen Situation. Also, was können wir jetzt dagegen tun? Ich verzögere, ich bremse, ja. Ich fahre äußerst weit rechts, das ist auch gut. Oder ich beschleunige. Naja. Also, wir werden verzögern, möglichst weit rechts fahren, damit, falls es wirklich noch eng wird, würden auch auf der Straße drei Fahrzeuge nebeneinander passen. Ich denke mal, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal, um die weiteren Videos nicht mehr zu verpassen. Und dann machen wir im nächsten Video wahrscheinlich wieder eine Prüfungssimulation. Bis dann, ciao.